Jo, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben, Leute. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, ja. Und dass ihr klarkommt, egal in welcher Position ihr seid oder was euch auch gerade so am Herzen liegt, ja. Nur eben ist mein Anliegen hier, geht ein bisschen sozial miteinander um. Und ja, also ich zumindest für meinen Teil brauche keinen Glaubenskrieg, ja. Es kann von mir aus jeder glauben, was er will. Oder eben irgendwelche Theorien verfolgen. Ich habe eben mein Glauben. Mein Glaube ist die Sachlichkeit, die Fakten, die Wissenschaft. Ja, und das, was ich sehen und anfassen kann. Ja. Muss aber jeder selbst wissen, wie gesagt. Ist jetzt auch kein Vorurteil gegen irgendwas. Ich finde es halt, wie gesagt, nur schlimm, dass sich immer wieder Leute die Köpfe einhauen, weil sie anderen Glauben haben. Oder weil sie andere Theorien verfolgen. Oder weil sie anders sind. Weil sie irgendwie andere Hautfarbe haben. Oder eben, wie gesagt, es kam jetzt ja auch untereinander vor, dass ich auch, sehr arg, sagen wir mal, zu Unrecht angegriffen wurde. Von, ich weiß nicht, waren das 5 oder 6 Personen, keine Ahnung, ist mir auch egal. Die denken dann, sie vertreten eine Masse und können angreifen und dann auch noch sagen, sie holen die Polizei oder so, wenn man sich nur wehrt. Und ihnen eben sachlich sagt auch, dass wir mehr Soziales brauchen, Soziales miteinander. Und eben darf man auch wirklich asoziales Verhalten dann auch asozial nennen, ja. Und eben sagen, sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen kein blindes Gegeneinander. Wir brauchen kein blindes Treten von oben nach unten, ja. Sondern müssen wieder mehr für Sozialbewusstsein schaffen und Sozialverstand. Ja, und dafür setze ich mich auch ein. Und man kann eben durchaus mit mir über verschiedene Bereiche im Leben reden. Ja, und da bin ich auch offen. Nur eben lasse ich nicht zu, dass man irgendeinen Glauben über alles stellt oder eine Theorie. Weil dafür heißt es für mich Glauben und Theorie, dass es eben nicht sachlich ein erwiesenes Gegenstück ist, ja, sondern eben ein Glaube, eine Theorie, und das hat jeder seine Freiheit. Ja. Es hat kein Recht, ein Glaube oder eine Theorie über alles andere zu stellen. Ja, was klar eben eine Richtung ist, ist das Sachliche und das, was Fakt ist, das, was eben tatsächlich da ist, das steht für mich ganz klar eben über den Glauben oder eben auch über die Theorie. Weil das nun mal gegeben ist und nichts mit einem Glaube, eine Theorie oder getrennter Meinung zu tun hat, weil es ist einfach Fakt und da. Genauso wie wir auch eben als Fakt und sachlich das Asozial und Recht in der Gesellschaft haben. Ich finde, man muss durchaus dagegen angehen und muss sagen, stopp, wir brauchen dieses Gegeneinander nicht, wir brauchen nicht diese blinden Rechten und asozialen Massen, die sich über andere stellen, von oben herabtreten und es dann auch noch so drehen, als wären sie die Opfer, wenn sie nicht weiterkommen. Ja. Wie gesagt, ich greife hier keinen an, ja, sondern ich sage hier klar meine Stellungnahme und mein Standpunkt. Eben auch das Asoziales und Rechtes nicht in unsere soziale Demokratie gehört und auch nicht in unser soziales Netzwerk. Und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Das ist eben nur schade, dass sich nicht viele wirklich dazu einbringen oder äußern, sondern eben nur, so wie ich, vereinzelt Leute, die sich wirklich einbringen im sozialen Bereich. Ja, und es leider fehlt. Es fehlt an Bildung, es fehlt an Verstand. Und man kriegt auch immer wieder eben diese Agierung auf seine Person von Rechten, von Asozialen, und ich finde, man darf zu jedem Recht dagegen stehen. Ja, und eben auch regen die sich dann auf, wenn ich sie bezeichne, eben als das, was sie sind, eben dementsprechend, wie sie sich verhalten. Ne, asozial, rechts und schlampig, und dann nenne ich sie auch asoziale rechte Schlampen. Ja, und darüber regen sie sich dann auf und sagen, das geht nicht, holen die Polizei, etc. Ja, dann holt die Polizei, ja. Weil ihr tretet andere Menschen. Ihr tretet Menschen, weil sie irgendwo anders sind. Ja? Ihr tretet Menschen wegen anderer Hautfarbe, wegen anderen Glauben,
Wegen, was weiß ich, anderer Nase, ja, wegen anderen Blick, wegen anderer Haarfarbe. Ihr tretet Menschen wegen, keine Ahnung, Geschlechterunterschied, ja, Altersunterschied etc. Peng, ja, völlig dumm und daneben, ja. Ihr tretet Menschen auch, weil sie irgendwo krank sind oder behindert, ja, oder eben eine andere Verdienstquelle haben, ja. Wie auch ich öfters angegriffen wurde mit dummer Hartz-IV-Junge oder sowas und der Lacher ist, ich kriege nicht mal Hartz-IV. Ja, ich kriege meine Rente, ja. Und es ist schon ziemlich lächerlich, dass diese Leute dann nicht mal wissen, wovon sie reden, wenn sie schon angreifen. Ja. Also es ist ziemlich lächerlich, ja. Und ich kann nur sagen, lasst euch das nicht gefallen, lasst euch auch nicht den Mund verbieten, ja. Es muss sich nicht asoziale und rechte Dummheit durchsetzen in dieser Gesellschaft, ja. Und dafür stehe ich auch ein. Na, eben damit wir mehr Bildung haben, eben auch unserer nächsten Generation von Kindern und Kindeskindern ja etwas mitgeben können. Ja? Eben auch ein bisschen Sozialbewusstsein, soziales Miteinander. Und ich denke, dann denkt man auch ein, um weitere Bewusstseinsebenen und wirklich weiteren Verstand zu erreichen. Ne? Weil was auch Fakt ist, ist, dass diese Erde, die wir haben, ja, also auf der wir leben, auf der ihr alle euer Unwesen treibt, auch ich, ne? Wir treiben hier alle unser Unwesen, wird nicht ewig existieren. Sie wird auch nicht ewig lebensfähig sein. Und eben um das zu begreifen, muss man erstmal ein soziales Bewusstsein erreichen, eben ein globaleres Denken erreichen, man muss seinen Verstand, ja, ein bisschen erweitern und auch seine Bildung und über das normale Schuldenken, ja, was man bekommen hat, eben über Geschichte, Deutsch, Politik, Mathematik etc., ein bisschen erweitern und ein bisschen zuweisend denken. Ja, also richtungszuweisen nach vorne, ja, in die Zukunft, ja. Weil man weiß, was ungefähr auf uns noch zukommt. Ja, mag es in Tausenden von Jahren sein, mag es in Zehntausenden Jahren sein, mag es in Hunderttausenden, mag es in Millionen Jahren sein, ja. Fakt ist nur, es gibt Ereignisse eben, die der Mensch nicht kontrollieren werden kann. Ja. Wir werden kommen mit großer Krafteinwirkung und dagegen kann der Mensch nicht gegensteuern und es wird unsere Galaxie sogar, also nicht nur unseren Planeten, sondern unsere Galaxie beeinflussen. Und ich kann eben nur sagen, ja, fangt an, mehr hier auf der Erde Bildung zu tragen, Verstand zu tragen, soziales Miteinander zu pflegen, eben als Spezies Mensch zu funktionieren und dann müssen wir auch irgendwann hier weg. Einen anderen Weg gibt's nicht. Wenn die Spezies Mensch überleben will, muss sie die Erde irgendwann verlassen.